Servus Leute, willkommen zurück bei Pathfinder. Wir befinden uns da in einem Krieg. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Also, wir befinden uns im Krieg. Es gibt Probleme, sagen wir es so. So. Gucken wir doch mal. Der zweifach geborene Kriegsherr, genau da bin ich jetzt. Das Flintstein-Grasland. Unter den Raublanden, das ist jetzt egal. Blutruf. Gehen wir jetzt erstmal nach Warnburg, ne? Das mit der Miliz, würde ich sagen. Und dann bewegen wir uns da in das Gebiet, wo wir da hin müssen. So, ich glaube, wenn Warnburg schon eine Verteidigung hat, das wäre nicht verkehrt. Wir sind ja hier gleich da. Zack. Ich lasse meine eigenen Lande nicht unverteidigt. Oh, time to get some rest, isn't it? The path is clear. So. Das ist jetzt ungewöhnlich. Es ist auch ein bisschen bunter hier, kann das sein? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Das waren jetzt nur Bauersfrauen, oder? Die mir da gerade begegnet sind. Ah, gut, okay. Ich habe jetzt überlegt, wo sind denn die Männer? So, zeigt mir mal, was ihr habt. Schriftrolle Monster herbeirufen, die brauche ich auf jeden Fall. So. You can count on me. Gut, gehen wir mal zur Festung. Gut, ich kann hier jetzt noch gar nichts machen, oder was? Das war also völlig umsonst, dass ich hierher gelaufen bin. Toll. Ja, großartig. Time to get some rest, isn't it? So, schauen wir mal, wo Flintstein-Grasland, okay. Ist hier irgendwo noch ein Gebiet, wo ich hin muss, ne? So. Dann würde ich mal sagen, es geht hierhin, mindestens. Dann kann ich in Olex Handelsposten noch eine Pause machen. So, bevor wir hier jetzt überfallen werden und nichts hinkriegen, mache ich jetzt noch ein Lager.
Dann mache ich einen Mini-Umweg, beanspruche den Turm da. You're interested? I won't just tell you. I'll show you. First, I need to cut a nice thick rod. So, den beanspruche ich jetzt erstmal. Ah, guck mal, der Schleier hat sich jetzt gelüftet. Können wir da mit dem DLC auch weitermachen. Ach, komm. Das sind Erfahrungspunkte. Und vielleicht haben die irgendwas... irgendwas Brauchbares. Ein Trollhund. Super. Das sind Erfahrungspunkte, also die würden jetzt nicht wirklich einen Unterschied machen. Nö, nicht mal ansatzweise. Time to search for the spot to rest. Da oben bin ich jetzt aber ziemlich flott unterwegs, oder? So, in 9 Tagen, 2 Tagen ist das... Ah, dann ist der Umbau da fertig, super. Why is Rigonga so... Rigonga? I love him terribly, but... Can he be just a tiny bit less Ragongarian? Ich muss mal die neue Lagerstruktur mal einstellen. So, hoffentlich kann ich da jetzt ein bisschen was kaufen. Ich brauche unbedingt Tränke. Jede Menge Tränke. Tränke, mein Gott, so viele Tränke habt ihr. Habt ihr noch nie gesehen, wie ich jetzt als Tränke brauche? Gucken wir mal, dass wir da jetzt so viel wie es geht loswerden. Die paar Tränke. Na gut, okay, teilweise genesen hat, die kostet jetzt echt viel. Unter die 9000 kriege ich es doch noch.
Die ganzen Zutaten zum Kochen brauche ich eigentlich auch gar nicht, weil ich ja eigentlich immer nur dasselbe koche. Mal gucken, ob ich ihn dazu bringe, dass er mir Geld gibt. Ha, er muss mir Geld geben. Erste Weltobst, eine Zutat zum Kochen. Die lasse ich mal drin. Kann sein, dass ich die vielleicht mal für irgendeinen Schammers brauche. So, a bright day to you. All the best. I won't be here long. Just... Let's head out. Wenn ich jetzt schon da bin, dann mache ich jetzt hier auch noch einen Halt, um die Vorräte aufzufüllen. Ich muss jetzt jede Gelegenheit noch nutzen, damit ich meine, meine Vorräte verbessere. Ich glaube, hier war aber niemand Besonderes, oder? Nö, hier war niemand Besonderes. Die geheimnisvolle Narbe, die nach dem Duell in Valeries Gesicht erschienen war, die hat einen Treffer kassiert. Das ist nicht geheimnisvoll, das ist Physik, Chemie, Bio, keine Ahnung. Eiche, die gewandert ist. Stopp. Time to get some rest, isn't it? Das ist bestimmt wieder so ein Baummonster. Wahnsinnige Triade. Ja! We'll do it the hard way. Let us be careful. Das war's. Okay.
Okay. Ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Ja, die Ende ist jetzt auch ein Bekleider. Juhu! Oh, time to get some rest, isn't it? Ah, jetzt bin ich wieder in Reichweite. Time to search for the spot to rest. Ein unerwarteter Besucher im Schloss. Super. Na, da wird ja auch nachher, denke ich, da noch sein. Verbessern wir schlurfende Schritte. Ah, Warnburg. Muss ich ja auch noch gucken. So. Ach, warte mal. Jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren, dass ich hier baue, oder? Ja, die zählt jetzt schon. Super. So, erstmal Halblingsbrauerei. Habe ich hier eine Windmühle irgendwo stehen?
überlege, was ich da jetzt gerade gekauft habe an der Menge. So, sehr gut. Jetzt will ich aber mal hier. Warnburg, genau. So, dann gucken wir doch mal. Auf jeden Fall einen Magierturm bauen für die Teleportation. Ich habe eine Windmühle. Kornspeicher und... Kornspeicher... Kornspeicher. Und eine Brauerei habe ich, sehr gut. Dann gibt es da nämlich einen extra Bonus. So, die Holzmauer verbessere ich mal zu einer Steinmauer auf jeden Fall. So, wenn eine Fort angrenzend, plus 1 auf Stabilität. Gerichtsgebäude brauchen wir auf jeden Fall. Eine Halblingsbrauerei auf jeden Fall. Gut. Ach, jetzt muss ich gerade noch mal was Doofes gucken. Kann ich meine Hauptstadt eigentlich aufrüsten jetzt noch mal? Nee, kann ich nicht. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal noch in diese Ecke. Resting would be nice, don't you think? So, und damit endet dann auch die Folge und ich habe schon wieder vergessen, die Einstellungen hier zu machen. Das gibt's doch nicht, ey. Try it. It's easy. I can smile. I just don't see a reason. Ich muss hier unbedingt die Einstellungen ändern. Also gut, Leute, dann vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge im Flintstein-Grasland wieder.